Hallo zusammen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar zu einem weiteren Market Watch. Ja, es hat sich tatsächlich doch schon wieder mehr geändert, als ich für möglich gehalten hätte. Das heißt, wir haben neuen Support bekommen, beziehungsweise angekündigt bekommen für einige Deckthemen. Da ist zum Beispiel dabei Centurion, dann haben wir Kampfwespen-Support, dann haben wir noch Mermail-Support. Also es ist wirklich eine ganze Menge passiert und natürlich wollen wir uns die Preise rund um diese Deckthemen dann heute auch nochmal ein bisschen genauer anschauen und zusätzlich natürlich auch mal schauen, wie sehen die Preise von Info so aus nach einer Woche, also circa eine Woche nach Release. Und ja, ansonsten geht es für mich dieses Wochenende dann auch schon nach Berlin zur Europameisterschaft. Ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch dort ebenfalls anzutreffen ist. Würde mich sehr interessieren. Könnt ihr, wie gesagt, gerne mal schreiben. Ansonsten natürlich wie immer gerne Support dalassen, wie ihr das gewohnt seid. Vielen, vielen Dank generell dafür. Und ansonsten der kleine Reminder: Bitte kauft keine Karten aufgrund meiner Empfehlung oder Meinung. Macht euch da eure eigene Meinung und überlegt euch bitte ganz genau, ob ihr die Karten wirklich braucht, denn oft stellt man eigentlich danach fest, unbedingt notwendig wäre das vielleicht jetzt nicht gewesen. In dem Sinne würde ich sagen, schauen wir mal auf Card Market, wie sich die Preise so entwickelt haben. Gerade nach einer Woche erstmal von Info und gerade Richtung Fiends Miss, muss ich sagen, ist das alles schon ordentlich nach unten gegangen. Wir starten hier erstmal mit Requiem. Da sehen wir, den brauchen wir sowieso nur als One-Off. Der ist mittlerweile bei 2,50 €. Sehr, sehr günstig geworden. Die Tracked stand jetzt ja auch eher eine One-Off, kann sich aber in Zukunft nach Bandist und so alles nochmal ändern. Aktuell auch relativ günstig bei 7 bis 8 € muss man auch sagen, wirklich ein guter Preis. Da kann man sich jetzt theoretisch auch eindecken und sagen, für die Zukunft, na, ich kaufe mir vielleicht meine 3 Kopien. Man kann natürlich aber auch noch bis nach der Euro warten. Für die Leute, die nicht spielen, dann wird das wahrscheinlich alles nochmal günstiger werden. Und dann haben wir natürlich auch den Engraver. Da sehen wir oben die Single-Kopien. Der ist runter von, ja, über 80 € auf 67 €. Im Playset sieht es dann nochmal ein bisschen anders aus. Da sind wir bei immer noch knapp 70 € pro Kopie angekommen. Ist immer noch sehr, sehr teuer, aber ist schon gewaltig gedroppt, muss man sagen. Und jetzt stellen wir uns natürlich so ein bisschen die Frage, warum ist der gedroppt? Und ich denke, das kann ich mir nur so erklären. Wie gesagt, das habe ich im letzten Video auch schon mal gesagt, dass alle Leute, die diese Karte irgendwie gezogen haben und selber die Euros nicht spielen und generell auch kein Deck spielen, was das hier braucht, die verkaufen die. Die wollen die alle loswerden. Und deswegen droppt der Gute gerade. Deswegen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der nach der Euro nochmal deutlich, deutlich krasser runtergeht, weil ganz viele Leute ihre Karten dann eben auch ja, verkaufen wollen, weil natürlich keiner so richtig weiß, wie sieht es nach der Bannlist aus, welche Decks sind dann gut und deswegen, ja, sind da alle aktuell sehr, sehr vorsichtig. Deswegen ein Graver natürlich hier in dem Fall auch nochmal androppen. Was allerdings gestiegen ist, ist Multrami Purulia und das war mir relativ klar, dass die Karte steigen wird. Wir sind aktuell im Playset bei 36 € pro Kopie und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Wir haben jetzt in den Feature Matches bei der NAWCQ schon gesehen, wie gut die Karte sein kann und ich denke, dass das bei unserer Europameisterschaft auch ganz gut zu sehen sein wird, wie gut diese Karte ist. Und ich denke, langfristig sowieso ein Side-Deck-Staple. Da muss man den Preis beobachten. Nach den Euros wahrscheinlich auch noch mal einen Ticken günstiger, weil viele Leute die Karte wieder verkaufen. Aber langfristig einen Preis, den ich schon relativ realistisch finde. Dann haben wir auch Astella of the White Forest. Und da müsst ihr mir mal helfen. Jetzt frage ich mich, warum ist diese Karte konstant ganz langsam am Steigen. Jetzt nicht wirklich viel, aber wir sind im Playset mittlerweile bei Richtung 29 € pro Kopie. Kann daran liegen, dass der neue Centurion-Support angekündigt ist. Damit kann man das natürlich auch wunderbar spielen, weil Stufe 2. Weiß ich aber nicht, ob das der Grund ist. Könnt ihr aber sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann haben wir hier den Rabbit. Auch dieser ist ganz schön am Steigen, weil wir auch jetzt gesehen haben, dass der in einigen Extra-Decks Platz gefunden hat. Auch Snake zum Beispiel wurde die Karte gespielt in der Winnerliste. Und ja, ist nur eine One-Off, aber in vielen Decks spielbar. Deswegen hier aktuell 12 €. Langfristig kann ich mir auch gut vorstellen, bei 15 € ist eine sehr, sehr gute Karte auf jeden Fall. Dann haben wir Sengenjin Wakes from Millennium. Und da kann man theoretisch alle Millennium-Karten, die man quasi als die Extender Engine spielen kann, hier als Beispiel nehmen. In dem Fall ist jetzt dieser Gute hier bei 2,50 € pro Kopie. Können langfristig alle nochmal steigen, weil die natürlich nicht nur gut sind in ihren eigenen Themendeck, in diesem Exodia-Deck, sondern tatsächlich, man kann das als Extender Engine spielen. Das heißt, hat man im OCG teilweise schon gesehen. Kann bei uns irgendwann auch der Fall sein. Muss nicht, aber kann passieren. Deswegen diese Karten, die würde ich auf jeden Fall auch nochmal beobachten. Und dann habe ich zwei Karten, die ich sehr interessant finde. Einmal die Nummer 3 und einmal die Nummer 31, habe ich schon bei anderen Kollegen
in Market Watches gesehen. Und zwar werden diese Karten in Mimigul gespielt, weil die quasi alle Monster auf den Spielfeldern die Angriffsposition drehen durch ihren Effekt. Das heißt, damit kann man natürlich Flip-Effekte triggern. Die machen actually beide so ziemlich das Gleiche. Beide sehr teuer, beide nur ein Print aus Premium Gold. Beide in dem Fall, ihr seht den Preis, 7,99 € die Nummer 13 und die Nummer 31 etwas günstiger. Hier sind es noch 412 Artikel, hier sind es 401, also ziemlich ähnlich. Und alle Leute, die Mimigul spielen wollen, die sollten sich diese Karten mal genau durchlesen und sich damit ein bisschen beschäftigen. Aber ihr seht es am Preisgraf von der einen Karte und von der anderen. Die gehen aktuell beide straight up nach oben. Genau das gleiche gilt auch für Feuerzauberer. Auch eine ganz nette Karte, gerade wenn man die den Gegner aufs Spielfeld legt, dann kann man in Mimigul den Gegner dann zwei Handkarten quasi discarden lassen. Auf jeden Fall auch eine interessante Tech-Choice, die man da in Betracht ziehen kann. Auf jeden Fall, so finde ich jetzt auch nicht übel. Aber hat wie gesagt den letzten Print bekommen in Labyrinth of Nightmare, hat da aber auch den Reprint bekommen in der 25th, also die ist auch eins dieser Produkte, was da gereprintet wurde. Und dann habe ich es eben eigentlich auch schon mal kurz geteased. Mermail hat Support angekündigt bekommen. Im Endeffekt, ich schaue jetzt mit euch über die Preise kurz drüber von den Karten, die ich interessant finde, aber ihr wisst ja selber, wie es ist. Es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass Karten rund um dieses Deckthema nochmal Reprints bekommen werden. Und wo und wann, das kann ich euch nicht sagen. Und vor allem auch welche Karten, weiß ich nicht. Da kann man jetzt einfach mal ein bisschen spekulieren. Deswegen, wir schauen jetzt einfach mal über die Preise drüber. Abyss Megalo, eine Karte zum Beispiel, die jetzt ihren letzten Print bekommen hat in Shadows in Valhalla. Sind auch einige andere Mermail-Karten noch drin, die dort gereprintet wurden. In dem Fall hier im Playset sind das 10 Cent die Kopie. Und wenn man da weiter runter scrollt, ist das eine Karte, die langfristig vielleicht nochmal steigen könnte. Aktuell sind da noch 3700 verfügbare Artikel auf dem Markt. Alles noch genug, aber ihr wisst ja, wie schnell das manchmal gehen kann. Gibt dann aber auch ein paar andere Karten, wie zum Beispiel Prince. Der hat seinen letzten Reprint bekommen 2016 in der Megatin. Ihr seht es auch im Preisgraf. Da sind wir im Playset aktuell bei 3,99 € pro Kopie aus der Kopie eben von der Megatin. Dann haben wir noch Atlantischer Dragoner. Der hat bereits seine Reprint bekommen im OTS Tournament Pack 14. Und wenn wir uns da das Playset mal anschauen, dann sind wir ziemlich zügig Richtung den Euro, also aktuell 50 Cent pro Kopie, sind noch 1100 Listings, also da kann das natürlich auch nochmal in eine andere Richtung gehen, aber wie gesagt, alles Karten, die auch Reprints bekommen können. Und hier können wir natürlich auch nochmal über andere Prints drüber schauen. Also wie gesagt, das ist die OP14, so furchtbar viel hat er noch nicht. Dann haben wir noch die Super Rare und die Ulti. Super Rare, seht ihr, Preis steigt da auch schon, gehen wir Richtung 7 € pro Kopie im Playset, also da kann man wie gesagt ein bisschen spekulieren, dass der vielleicht den Reprint bekommen könnte. Dann haben wir eine Nyxenrüstung, Abyss Stride, und zwar ein XC-Monster, seht ihr auch am Preisgraf, gerade enorm am Steigen. Es gibt kaum noch verfügbare Artikel auf dem Markt. Wir fangen bei 9 € an, die letzte Kopie ist dann schon bei 33 €, also da hat auf jeden Fall auch ein Buyout stattgefunden, aber ich denke auch hier heißer Reprint-Kandidat am Ende. Dann habe ich eben auch noch geteased, wir haben Kampfwespen-Support angekündigt bekommen. Irgendwie finde ich diese Insektendecks generell ganz lustig, auch rund um Käferkavallerie, und habe da noch einige Karten von damals selber zu Hause. Battles of Legend, Heroes of Revenge haben diese Karten ihren ersten und einzigen Print bekommen. Und das ist hier quasi einfach nur ein Extender. Und wenn wir da jetzt im Playset mal schauen, da ist das alles schon ein bisschen gestiegen. Wir sind bei 50 Cent pro Kopie im Playset. Das gleiche gilt auch für Stachel des Toxin, die wahrscheinlich, ja, beste Normal Summon von diesem Deck oder zumindest von diesem Archetype, kann man vielleicht sagen. Da sind wir im Playset auch schon fast bei einem Euro. 99 Cent pro Kopie im Playset. Das nächste Playset, da sind wir dann schon über den Euro. Also auch eine Karte, die würde ich nochmal beobachten. Dieser neue Support ist nämlich auch nicht schlecht und es gibt da wirklich einige Leute, die auch diese Insekten sehr, sehr gerne spielen. Und wie gesagt, ich habe eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, Käferkavallerie, die einzige Karte, die ich da realistisch steigen sehe, ist eigentlich der Buggy. Alle anderen Karten davon wurden gereprintet oder gibt es sowieso ein Low Rare. Auch diese Karte ist hier quasi der Low Rare Print. Das ist nämlich die Rare aus der 2022 Megatin. Und da sind wir im Playset für eine Rare. Insgesamt, ja, muss ich weiter runter scrollen. Hier ist immer noch kein Playset dabei gewesen. Sind wir immer noch bei oder schon bei 24 Cent pro Kopie. Und das sind insgesamt auch noch nur noch 1900 verfügbare Artikel. Finde ich für eine Rare gar nicht mal so viel. Ihr seht es auch am Preisgraf. Das geht auf jeden Fall straight up nach oben. Kann man sich aktuell noch sehr, sehr günstig eindecken, wenn man es spielen möchte. Ansonsten kann langfristig vielleicht auch so eine 1 Euro, 1 bis 2 Euro Karte
werden. Dann haben wir natürlich auch noch Centurion. Und da muss ich sagen, die Preise, die haben sich gar nicht so krass verändert. Der Support, der ist okay, aber ich finde ihn jetzt auch nicht mega heftig. Ich weiß nicht, können die Centurion-Spieler unter euch vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Wir sind aktuell bei Primera im Playset 21 Euro pro Kopie im Playset. Drudea ähnlich teuer, sind wir bei ja, 17 Euro pro Kopie im Playset. Also insgesamt sehr, sehr teuer. Halten ihren Preis, aber ist jetzt nicht irgendwie, dass die seit kurzem erst so teuer sind. Das ist jetzt schon ein bisschen länger so. Deswegen, ja, der Support hat bisher da wenig Auswirkungen, muss man sagen. Allerdings muss man sagen, was Auswirkungen hatte, war ein Feature-Match und zwar von Ancient Gear. Das Deck hat gegen Snake Eye gewonnen und danach ging es richtig los. Danach sind einige Ancient Gear-Karten Skyrocket into the Moon quasi gegangen. Also die sind so teuer geworden. Ich meine, die antike Antibes-Festung, die war schon lange sehr teuer. Es gibt auch kaum Kopien auf dem Markt. Ihr seht's. Structure Deck Machine Reactor war hier, glaube ich, oder ist nach wie vor der einzige Print. Wir schauen mal kurz drüber. Ja, es ist tatsächlich so, die hat nur einen einzigen Print und das ist eine Common. Also wir zahlen hier für eine Common im Playset 17,50 € pro Kopie. Ich weiß aber auch gar nicht, ob man da ein Playset braucht. Selbst wenn nicht, ihr zahlt für eine Common 16 Euro. Also sehr, sehr teuer das Ganze. Dann haben wir auch die antike Antriebsfusion. Die hat ja auch bereits ihren Reprint bekommen aus Maximum Gold Eldorado, da auch in Rare. Ja, wenn wir die als Single-Kopie haben wollen, geht die Richtung 1 Euro. Ansonsten, wenn man die im Playset spielen möchte, 1,23 € pro Kopie. Also generell die Ancient Gear Karten alle so ein bisschen am Steigen. Und auch eine Karte, die man in diesem Deckthema theoretisch spielen kann, ist Urwerkritter. Die schlechteste Übersetzung aller Zeiten und auch die sehr, sehr teuer. Im Playset sind wir mittlerweile bei 17,99 € pro Kopie. Im Playset, ihr seht es auch hier am Preisgraph, ist Bewegung drin. Die Karte hat bisher noch nicht so wirklich viel Play gesehen, sind aber auch nur noch 216 Artikel auf dem Markt und hat halt auch nur diesen einen einzigen Print. Und ja, das soll es tatsächlich mit dem heutigen Market Watch auch schon wieder gewesen sein. Ich freue mich, wenn wir uns am Wochenende sehen. Quatscht mich gerne an, wenn ihr in Berlin seid, da können wir uns kurz unterhalten. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.